guten Tag, mein Name ist Klaus-Henning Krüger-Wörden und ich bin der Betreiber von www.extrasystolen-forum.de. Ja, Extrasystolen können ja so richtige Plagegeister sein. Ich selber laufe seit über 30 Jahren mit Extrasystolen herum und ich muss sagen, ich lebe noch. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht für alle, die das hier sehen und gerade vielleicht die Diagnose bekommen haben, Extrasystolen sind bei Ihnen im EKG vorhanden. Und nun leben Sie mal damit. Das kann schon eine ziemliche Herausforderung sein und deswegen habe ich vor etwas mehr als 18 Jahren das Forum gegründet und das wurde mittlerweile schon von über 20.000 Menschen betreten, um sich auszutauschen, mitzuteilen, zu informieren, Tipps und Ratschläge zu geben, wie man dann eben mit den Extrasystolen zurechtkommen kann. Ja, die Dinger können natürlich auch ziemlich den Alltag erschweren, gerade wenn man am Anfang steht, der Extrasystolen-Karriere sozusagen, dann kann das sehr beunruhigend sein. Wenn dann in der Brust zum Beispiel irgendwelche Missempfindungen auftreten oder man sogar die Unregelmäßigkeiten im Herzschlag aktiv wahrnimmt und sich in der Folge dessen dann darauf sogar konzentriert und fixiert. Und das kann zu einer richtigen Angstspirale führen. All das sind so Dinge, die die Lebensqualität nachhaltig negativ beeinflussen. Und wir wollen in diesem Videokanal darüber sprechen, was kann man denn dagegen tun, beziehungsweise wie kann man denn mit den Extrasystolen leben, aber auch, was sind die Ursachen und Therapiemöglichkeiten. Ihr seht, neben mir ist noch ein Sessel frei und ich hoffe, euch nach und nach hier interessante Personen präsentieren zu können, die nicht nur als Betroffene darüber berichten, sondern auch zum Beispiel als Ärzte oder Therapeuten oder als Wissenschaftler uns erzählen können, woher denn diese Extrasystolen eigentlich kommen und was man mit den modernen Erkenntnissen dagegen tun kann. Vor mir auf dem Tisch sind verschiedene Geräte, die manchmal zum Einsatz kommen, wenn man seine Extrasystolen oder deren Auswirkungen messen möchte. Auch darüber wollen wir sprechen. Was kann ich eigentlich selber tun, wenn ich zum Beispiel mal wieder beim Arzt war und der sagt, Ihr EKG ist super und kaum bin ich zu Hause, schon geht's wieder los. Wie kann ich denn meine Extrasystolen womöglich selber aufzeichnen, um dann auch hinterher diese bewerten zu können? Ist es sinnvoll, seinen Blutdruck selber zu messen? Wenn ja, eigentlich wie häufig? Ist es zum Beispiel sinnvoll, so ein kleines Pulsoximeter mit sich herumzutragen? Was bringt mir das? Bringt mir das überhaupt irgendetwas? Das sind alles so Themen, die uns Betroffenen immer mal wieder über den Weg laufen. Ja, vor ein paar Jahren habe ich eine kleine Broschüre geschrieben, die heißt Gut Leben mit Extrasystolen, ist so ein kleines E-Book. Da habe ich sehr pragmatisch aufgeschrieben, wie ich vor allen Dingen über den Aspekt der Ernährung als Betroffener meine eigenen Extrasystolen auf ein Minimum reduziert habe. Bei diesem Sachstand ist es auch geblieben. Also ich habe im Alltag erfreulicherweise doch die Mehrheit der Tage keine spürbaren Extrasystolen, was nicht heißt, dass sie nicht da seien, aber ich spüre sie halt nicht. Sie gehen im Alltag unter. Das war mal anders. Ich erinnere mich gerade so an die ersten Jahre nach der Manifestation dieser Extrasystolen, wo ich doch sehr, sehr verunsichert war, was geht da eigentlich in meinem Körper vor sich und kann mir das schaden? Kann mich das eventuell sogar plötzlich töten mit einem Kammerflimmern oder ähnliches? Das sind alles so, ich sag mal, Ängste, aber auch Vorstellungen, die erstmal geklärt werden müssen, wenn man noch am Anfang mit dem Thema Extrasystolen unterwegs ist. Ja, ich hoffe auf eure rege Beteiligung. Natürlich sollt ihr gerne auch Themen mitteilen, die ihr hier besprochen hören und sehen wollt. Schreibt mir gerne über das Forum eine persönliche Nachricht. Falls noch nicht geschehen, meldet euch doch bitte auf www.extrasystolen-forum.de an. Und dann könnt ihr mir auch über das Forum eine Nachricht zukommen lassen. Ansonsten schreibt gerne eine E-Mail an admin@extrasystolen-forum.de. Ich freue mich auf eure Anregungen, das Feedback und wir sehen uns bald hier auf diesem Kanal wieder. Bis dann!